Guten Morgen und herzlich willkommen zum Videotagebucheintrag hier heute am 23.10.2022. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich liebe es einfach, am frühen Morgen unterwegs zu sein. Ihr seht hier im Hintergrund, wo ist er jetzt? Geht die Sonne gerade auf. Und ich mag es, wenn hier so der Nebel aus den Feldern hochsteigt. Es ist einfach Wahnsinn. Es ist super toll. Dieses Videotagebuch will ich mal als einen kleinen Resümee, einen Rückblick für diese Woche nehmen. Und als allererstes ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an all diejenigen richten, die diese Woche für mich so wunderbar gemacht haben und denen ich behilflich sein durfte, Herausforderungen zu bewältigen. Angefangen hat es mit dem dritten Abend von dem Online-Klöppelkurs am Dienstag um 19.30 Uhr, na, eigentlich schon um 18.30 Uhr mit dem warmen Klöppeln, das hat schon wieder mega viel Spaß gemacht. Dann kam am Mittwoch eine Anfrage rein, da hat eine Abonnentin von meinem Kanal mir die Frage gestellt zu einem Klöppelbrief, den sie hatte, wo sie eine Herausforderung hatte oder eigentlich mehrere Herausforderungen und hat gefragt, inwieweit ich ihr da behilflich sein kann, was ich natürlich liebend gern gemacht habe. Ich durfte ihr dann gleich 2, 3 Varianten vorstellen, wie ich diese Herausforderung, die sie dort mit dem Klöppelbrief hatte, lösen kann, wie ich sie lösen würde. Und im Moment hält sie mich darüber auf dem Laufenden, wie der Klöppelbrief, also wie die Spitze, dann im Entstehen ist, wie sie es umsetzt. Und ich finde es super, super spannend, wie sie das eben für sich dann eben auch umsetzt und ja, ihren Erfolg teilt mit mir. Und das macht mich mega, mega happy. Am Donnerstag ging es dann weiter mit dem Live zur Häkel-Strickhilfe, wo ich wieder vielen die Informationen rund um die Häkelstrickhilfe und das von mir angebotene rund um Sorglospaket geben durfte. Für alle, die die Häkelstrickhilfe noch nicht kennen, das ist ein Hilfsmittel, was ich entwickelt habe für Betroffene, die nur noch eine Hand zur Verfügung haben, durch Unfall, Schlaganfall, irgendein anderes unvorhergesehenes Ereignis oder Krankheit und die gern wieder nach ihren eigenen Vorstellungen häkeln und stricken wollen. Das ist mit der Häkelstrickhilfe definitiv möglich. Kannst du dir gerne bei mir auf dem YouTube-Kanal entsprechende Videos zu anschauen. Dort habe ich etliche Videos, Anleitungsvideos hinterlegt. Erhalten kannst du die Häkelstrickhilfe bei Bedarf auf meiner Webseite kunst-und-klöppeln.de. Ja, und dann ging es weiter. Es erreichte mich eine Anfrage von jemandem, der eine gehäkelte Decke von seiner Oma in seinem Besitz weiß und die ihm sehr am Herzen liegt, die aber über die Jahre so die eine oder andere Stelle aufweist, wo ja der Zahn der Zeit halt am Garn genagt hat, vielleicht auch durch mechanische Belastung, durch Waschen oder UPP. Also diese super schicke Decke hat so einige kleine Macken mit der Zeit. Und da hielt ich die Anfrage, wie es aussieht, ob ich denn diese Decke restaurieren könnte. Ja, er hat mir Bilder zugeschickt. Ich durfte ihm mitteilen, dass ich das für ihn erledigen kann. Und jetzt steht halt nur noch die Frage aus, wie die Decke dann zu mir kommt. Da sind wir gerade in der Klärung. Da ich natürlich verstehen kann, dass es für ihn eine Herausforderung ist, diese dann, ja, ich sag mal, der Post zu übergeben, dass sie mit Post im Paket hier zu mir kommt, weil er doch etwas weiter weg wohnt. Ja, und so zog sich das im Prinzip die ganze Woche. Ja, es gab immer wieder Anfragen zu den verschiedensten Themen. Ich wurde auch zu einem Profil einer Person in Facebook gefragt, um Rat gefragt, da ich diese Person bei mir als Freund mit drin habe, in der Freundesliste habe und ich das ganz bewusst diese Person nicht gelöscht hatte, obwohl das ein Fake-Profil ist, so das Übliche.
Und ich fand es sehr spannend, dass ich darauf gehend hin angesprochen worden bin, wie es denn aussieht, was das denn für jemand, für ein Mensch sei. Ich habe natürlich meine Sichtweise dargelegt und denke, der Person, die da eine Info erhalten hatte, eine Anfrage erhalten hatte, weiterhelfen können. Die Entscheidung liegt natürlich im Endeffekt immer bei dem, der die Informationen von so einem Profil erhält. Ich kann da nur meine Erfahrung mit solchen Profilen wiedergeben. Deswegen lasse ich die auch bei mir mit drin stehen. Also auch wenn du mal eine Herausforderung mit einem derartigen Profil hast, dir das etwas suspekt vorkommt, darfst du mich gerne anschreiben, wenn ich deine Freundeliste mit drin stecke. Denn ja, ich finde es sehr, sehr interessant, eben auch rauszufinden, was steckt dahinter. Ist das jetzt wirklich eine reale Person oder ist das jemand, der einfach nur, ich sag's mal böse, an deine Daten will und dir im Endeffekt nichts Gutes will? Ja, ich bin mal gespannt, was der heutige Tag jetzt für mich bringt, dieser Sonntag. Und ich werde es jetzt erstmal genießen mit meiner Luna, die natürlich dabei ist. Ich hoffe, da ist er. Mit meiner Luna jetzt hier weiter in der Natur rumstrolchen, schauen, ob die Pilze schon wieder hochgekommen sind. Es hat die letzten Tage ein bisschen geregnet und es ist noch angenehm warm. Schauen wir mal, ob es denn dann wieder eine leckere Pilzmahlzeit für mich gibt. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen. Nee, eine ist gut. Aber eine will ich mal noch erwähnen. Wir sind ja kurz vor Halloween, ne? Und seit letztem Jahr trage ich mich schon mit dem Gedanken, für das Perlennähen in Richtung Halloween Muster zu entwerfen. Naja, wann mache ich sowas natürlich vor Ultikrach? Und habe jetzt 6 verschiedene Kürbisse entworfen. 3 so als kleiner Anhänger, kann man als Schlüsselanhänger nehmen oder zum Anhängen an kleine Geschenke oder dergleichen. Und nochmal 3 verschiedene Mustervarianten, so als Untersetzer. Die darf ich jetzt noch arbeiten. Die kleinen habe ich schon gemacht, die großen, die kommen jetzt, ich denke mal jetzt am Wochenende und Anfang der Woche werde ich die dann fertigen. Die Muster dazu, die stelle ich allerdings jetzt dann schon mal bei mir in den Online-Shop auf kunst-und-köppin.de. Wenn du denn da Lust hast, dich da mit zu beschäftigen, schau einfach darauf, da kannst du sie erhalten. So, jetzt aber genug gequatscht so am frühen Morgen. Ich wünsche euch einen super, super tollen Sonntag. Genießt ihn in vollen Zügen. Und wir sehen uns dann morgen früh zu einem neuen Videotagebucheintrag wieder. Tschüss und winke, winke, dein Kreativcoach Simone.